Mein Name ist Kasper und ich rede mit euch über das Design von PCBs mit Code. Ein bisschen über mich. Ich bin ein Freelancer, elektronischer Ingenieur. Und Braille E-Book Reader. And I love writing code and I love open source and especially. Ich liebe es, Code zu schreiben und insbesondere Open Source Code. Really inspires me. So, und Leute auf allen, überall zu sehen, inspiriert mich. You notice I said I love electronics. Ich sagte, ich liebe Elektronik und ich liebe Code. I don't actually enjoy designing electronics. Aber ich mag eigentlich Elektronik nicht gerne entwerfen. Ich werde von den Design-Tools sehr schnell frustriert. Das hier ist etwa, wie du typischerweise eine Leiterplatte entwirfst. Du hast deine Schematik auf einer Seite, wo du deine Komponenten und ihre Verbindungen spezifizierst. Und dann hast du ein Tool, wo du die platzierst und die Verbindungen auslegst. Wenn du die digitale Hardware Designs, etwas, das im FPGA laufen soll, da kannst du auch eine schematische Darstellung machen, aber es gibt auch Hardware-Beschreibungssprachen und das ist, wie wir heutzutage digitale Schaltkreise entwerfen. Weil schematische Darstellung für diese Art von Aufgaben sehr schnell sehr verwirrend wird. Es ist sehr verwirrend. Also benutzen wir Code, um logische Schaltkreise zu beschreiben. Das ist viel einfacher, die Komplexität zu handhaben. Die werden als Hardware-Beschreibungssprachen bezeichnet. Das hier ist Verilog. Or is it? Yes, it is. So, if you're doing schematics, wenn man Schaltbilder entwirft mit Komponenten mit vielen Pinzahlen wie FPGAs, dann gibt es sehr viele Label und das springt alles hin und her und es ist sehr schwierig zu verfolgen, wohin die Verbindungen alle gehen. Es gibt hunderte Verbindungen. Das ist die Motivation hinter der Untersuchung, den Raum von zu untersuchen, wie man mit Code-Schaltungen beschreiben kann. So, can we use HDLs for analog circuits? Können wir Hardware-Beschreibungssprachen für analoge Schaltkreise verwenden? Es gibt tatsächlich analoge und Mixed-Signal-Erweiterungen zu Hardware-Beschreibungssprachen. Verilog A ist von 1993 und es gibt Verilog AMS für analoge und gemischte Signale von 2000. Analog and Mixed Signal Extension for VHDL. Es gibt auch eine analoge und Mixed-Signal-Erweiterung für VHDL, eine andere, die ich in einem Paper von 1999 gefunden habe, aber dafür habe ich keinerlei Implementierung gefunden. Der Fokus davon, von der Simulation und der Bestätigung davon, liegt auf dem Eintragen der Schematik. Und man muss eine Menge Details wissen über was ich und wir wollen, ist etwas, wie man die Schematik eintragen kann, um Netzwerke zu erstellen und den analogen Schaltkreis zu simulieren. Ich habe das hier gefunden. Das ist eine Beschreibungssoftware für PCBs. Es hat eine relativ klare Syntax für die Beschreibung und auch mehrere erweiterte Features. Und man kann mehrere Verbindungen in Parallel beschreiben und so it's a new language. Das hier ist eine neue Sprache. Sie hat ihre Vor- und Nachteile. Sie hat eine klare Syntax. Sie besitzt einen Compiler in Java und unterstützt verschiedene Design-Tools wie Eagle.
Es hat ein Eclipse-Plugin, das ich leider aber noch nicht ausprobieren konnte. Das nächste ist Skiddle. Ist in Python. Selbst wenn man mit Python vertraut ist, kann man etwas verwirrt werden, wenn man versucht, den Code zu lesen. Ein anderes Python-Modul. Es ist eine eingebundene Sprache in Python, die es ermöglicht, Schaltkreise zu beschreiben. Sie ist sehr im Fluss gerade und in Entwicklung. Hier sieht man ein Beispiel, wie ein Schaltkreis definiert wird. Sie hat ein paar interessante Features. Eine davon ist, die Komponenten in einzelne Subfunktionen zu unterteilen. Und die kann des Weiteren auch die Footprints definieren und beschreiben. Die drei im Vergleich. Auf der Pro-Seite, man kann Schaltteile einmal definieren und immer wieder benutzen. Man kann Schleifen benutzen und andere Features, die das Design vereinfachen. Auf der negativen Seite ist es schwer, sich vorzustellen, wie das dann hinterher aussieht. Die Definition aufzustellen kann relativ schnell noch relativ aufwendig sein und es kann sehr schwer sein, die entstehenden Schaltungen zu debuggen. Zur Visualisierung. Auch wenn ich es sehr anstrengend und finde, Schaltkreise zu zeichnen, lese ich sie sehr gerne. Ich habe ein bisschen damit experimentiert, Visualisierung zu einigen dieser Sprachen hinzuzufügen. Das hier ist eine Graphvis-Darstellung, basiert auf Graphvis, auf Skiddle. Wenn ihr Graphvis nicht kennt, das ist ein sehr hilfreiches Programm, um Graphen darzustellen. So I tried to make this look kind of similar to a schematic, so you know. Also ich habe versucht, das so ähnlich aussehen zu lassen wie ein Schaltplan, aber offensichtlich es ist keiner, aber es hat ein paar Ähnlichkeiten. Wir haben noch nicht versucht, das jetzt wirklich zu skalieren und auf ein. Das ist ein kleines Experiment. PyCircuit hat bereits einen Graphvis-Output, was der ursprüngliche Entwickler schon geschrieben hat. Das sieht so aus, wenn man in PyCircuit auch Layout machen kann. Es gibt da eine erste Implementierung eines interaktiven Viewers, in dem man auf Knoten im Graphen klicken kann und das Programm zeigt dann, was in dem Layout passiert. Vor kurzem habe ich dieses Protokoll Netlist SVG gefunden, das den Yosys Output nimmt von Verilog. Und es schreibt eigentlich ganz gute Schaltpläne. Ich war relativ beeindruckt davon, was es produziert. Das hier benutzt es Clasys für das Layout. Das ist der Eclipse Layout Kernel. Es ist ähnlich zu dem, wie Graphvis Graphen layoutet. Me and the creator Neil Turley have been experimenting a bit. Also ich habe eine damit experimentiert, auch für analoge und gemischt signale Schaltpläne zu benutzen. Und das hier sind ein paar Ergebnisse von diesen Experimenten. Ist nicht ganz das, was Leute zeichnen würden, aber es ist ganz gut lesbar. Und ich bin eigentlich ganz glücklich damit. Etwas, das man beachten muss, ist, dass der Fluss definiert werden muss. The flow up
up to down. Es gibt immer einen Fluss von oben nach unten und von links nach rechts. Und wenn wir dies jetzt weiter skalieren, wird es interessant sein zu sehen, ob das tatsächlich Schaltpläne besser lesbar macht, weil alle Schaltpläne, die in dieser Art gelayoutet werden, ähnlich sind und in der gleichen Richtung fließen. Und es wird auch interessant sein zu sehen, ob man das für hierarchische Schaltpläne erweitern kann. Ich freue mich darauf, damit zu experimentieren. Der zweite Punkt, es ist auch, wenn man die Schaltpläne in Code definiert, noch relativ zäh und anstrengend, das zu tun. Da versuche ich etwas, dass ich Electrogrammar benutzen, was im Moment ein JavaScript-Modul ist, das Elektronik-Komponentenbeschreibungen parst. Die Idee ist, dass wir als Elektronik-Hobbyisten ohnehin schon eine relativ beschränkte Sprache benutzen, um zu beschreiben, was unsere Schaltungen und unsere Komponenten sind. Und wenn wir das ausnutzen, was Leute schon wissen, dann können wir das benutzen als einen programmatischen Input in unsere Tools. Wie gesagt, dies ist ein JavaScript-Modul. Ich arbeite gerade an einem Python-Port, um das zu diesen anderen domainspezifischen Sprachen hinzuzufügen. Ich habe auch mit dieser Idee gespielt, eine andere domainspezifische Sprache zu entwickeln, möglicherweise in JavaScript, und gerade nur um Atwoods Gesetz zu bestätigen, dass alles, was in JavaScript geschrieben werden kann, in JavaScript geschrieben wird. Meine Idee ist es, dass es einfacher wird, über Schaltungen nachzudenken und statische Analyse darüber durchzuführen, damit es schwieriger wird, Bugs einzubauen. Aber JavaScript ist vielleicht nicht das beste Tool dafür und vielleicht werden wir irgendwann die Sprache dafür wechseln. Und ja, ich hätte gerne einen interaktiven Editor, in dem man den Schaltplan visualisieren kann mit etwas wie Netlist SVG und dann an der gleichen Zeit den Code editieren kann. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, solltet ihr diese Projekte benutzen, um Schaltpläne zu entwickeln? Nun, ich weiß nicht. Wenn ihr in der Idee interessiert seid, solltet ihr es sicherlich ausprobieren. Aber ich würde es noch nicht für wirklich etwas richtig Wichtiges benutzen. PHDL wurde 2012 entwickelt und als ich es versucht habe, funktionierte es für ältere Versionen von Eagle, aber nicht für die aktuell. Und es hat nicht viel Benutzung gesehen und es gibt einige in Bitrot. Skittle ist Alpha, kommt. Die Klassifizierung ist von meiner Erfahrung, ich habe damit noch gar nicht begonnen. Ich bin gerade erst mit den Layern und Footprints vorangekommen. Und KiCad Mod Tree ist für KiCad. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, es sieht aber relativ gut aus. In PyCircuit gibt es auch eine Sprache, die Footprints erzeugen kann. Und man kann damit experimentieren, ob das Routing zu erzeugen. Ich habe auch ein Experiment gemacht vor etwa einem Jahr für gemischte Schemata und habe das KiCad-Format in einem Editor. Also, ich denke, die Frage ist, wenn man einen Schritt zurückgeht, was wollen wir erreichen? Wir würden gerne in der Lage sein, schnell die Designs durchzuiterieren,
so dass wir schneller zum Ziel kommen. We want to use programming constructs. Wir würden gerne Konstrukte aus dem Programmierung benutzen, wir wollen Module, ein modulares System haben. Ich habe da jetzt noch nicht viel drüber geredet, aber die ganzen Sprachen, die wir hier vorgestellt haben, haben Bits, Stücke von Code, die man immer wieder neu verwenden kann. Das ist das die Arbeit von vielen Leuten und ich hoffe, dass man da zusammenarbeiten kann. Das hier ist eine Webseite, KidSpace, eine Art Bibliothek für Elektrodesigns. Und meine Hoffnung ist, dass es ein kollaborativer Platz werden könnte, wo man anderer Leute Designs wieder benutzen kann. Und ich glaube, ich bin etwas zu früh fertig. Ich möchte den ganzen Kreatoren, Schreibern dieser Projekte danken, namentlich Brett Nelson und andere, die für PADL zuständig waren, David Craven für PyCircuit, Neil und all den anderen Beteiligten, vielen Dank. Thank you very much for your talk, Caspar. We go now to the Q&A. Wir gehen jetzt zu den Fragen und Antworten. Haben die Signal Angel Fragen aus dem Internet? If you have any questions for our speaker, Caspar. Bitte gehen Sie zu den Mikrofonen, wenn Sie Fragen haben. Eine Frage vom Mikrofon 2. Welche dieser Lösungen ist am robustesten, wenn man auch Simulationen machen kann? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn ihr Simulationen machen wolltet, dann könntet ihr in die Verilog VADL-Lösungen gucken. Ja, man möchte vielleicht Spice nicht direkt schreiben. Microphone number 4, please. Can you say something about Hallo, kannst du etwas sagen über den Prozess, wie man die Teile platziert? Wie ist das Interface? Denn ich möchte nicht nur gerne für das Design des Schaltkreises haben einen, sondern auch für die Platzierung. Nun, für PHDL exportiert ihr zu Orchard oder Eagle, um es in ein anderes Programm zu übersetzen. Und dann macht ihr das Layout in diesem Programm. Das gleiche für Skiddle, man exportiert nach KiCad und dann macht man das Layout in KiCad. PyCircuit ist das einzige, das wirklich auch mit programmatischem Layout experimentiert. Ja. Microphone number 3, please. Are your experiments with Netlist SVG skins published anywhere? Sind deine Experimente mit Netlist SVG irgendwo veröffentlicht? Ja, sie sind in Netlist SVG gemerged. Ist nicht nur meine Arbeit, es ist auch Neil Turley, der daran gearbeitet hat. Wir experimentieren dabei dran und es ist in den Master-Branch gemerged. Und die Links sind alle im Fahrplan. Beinhaltet das die Interfaces mit anderen Sprachen? Nein. Aber das ist im Moment ohnehin im Wesentlichen imaginär. Was wir brauchen, sind Yosys Netlists. Und dann benutzen wir Netlist SVG dafür. Es dürfte relativ geradlinig sein, soweit wir dazu kommen. Okay, so my question is, meine Frage ist, create automatic router constraint based
Glaubst du, dass es möglich ist, automatische Routing-Mechanismen zu finden, die die Teile platzieren? Ich weiß es nicht. Ich finde die Experimente, die bei PyCircuit gemacht werden, sehr interessant. Aber ob sie irgendwo hinführen werden, weiß ich nicht. Da kann ich leider nicht viel mehr zu sagen. Vielen Dank für den Talk. Questions. There are no more questions from the internet, and I think you also run out of questions. So, Kaspar, thank you again for the talk, and please give him a warm round of applause. Thank you very much. Und damit verabschieden sich aus der Übersetzerkabine Florian und Bread on Toast. Sie